Ja Leute, damit hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Heute wollte ich einfach nochmal ein neues Unwetterwarnvideo rausbringen, weil es heute nämlich der Höhepunkt der Stürme geben soll, also was die Geschwindigkeiten angeht. Und zwar soll mich ab heute Nachmittag, beziehungsweise ab heute Mittag schon, der Orkan Eberhard über Deutschland hinwegziehen, und der kann bis zu 120 km pro Stunde bringen, also bis Windstärke 12, also die höchste Stufe, die es gibt, Orkanstärke. Und da sind verbreitet dann richtig starke Windböen am Start, also schwere Sturmböen, bis 100 km pro Stunde verbreitet. Und örtlich, wo in Schauernähe zum Beispiel, da kann es auch bis zu 120, ob wenigstens bis zu 130 km pro Stunde geben. Man sieht auf jeden Fall, Leute, ich kann euch mal ein bisschen die Bäume zeigen. Die Bäume sind ganz, ganz still, es bewegt sich nichts. Das könnte so eine Vorwarnung sein auf das heutige Sturmtief. Aber Leute, gestern hatten wir ein Gewitter gekriegt. Ja. Nur leider war ich so blöd und habe das Video gelöscht. Also ich weiß auch nicht, wie ich mir da vorkam. Ich habe irgendwie da, keine Ahnung, zu schnell reagiert und habe das nicht gesehen, dass ich das angeklickt hatte. Ja, und jetzt habe ich halt nur so ein kleines Gewitter, was ich hier gefilmt habe. Aber da hört man fast gar nichts durch den Wind. Habe ich draußen gestanden, hab das gefilmt, weil ich einen Donner gehört habe. Und dann dachte ich mir, jo, ich gehe mal raus und gucke mal nach. Aber leider war das Gewitter dann so schnell weg, dass ich dann überhaupt nicht mehr richtig filmen konnte. Weil halt, wie gesagt, die Gitter sind halt alle heute sehr, sehr schnell gezogen gestern. Und Leute, Alter, was waren das gestern für Gewitter? Das war ja heftig. Also das war ja mega krass, was da gestern abging. Ich hatte mal geguckt, das waren riesige Bohrmal, die da entstanden sind. Also ich weiß nicht, wann genau das war. Ich glaube, gegen 14 Uhr oder so hatte ich, 14, 15 Uhr hatte sich eine, ich weiß jetzt nicht mehr auf dem Kopf, auf jeden Fall, hatte sich bei Dortmund, also quasi im Rhein-Neckar-Zentrum oder so im Ruhrgebiet, so heißt es genau, Ruhrgebiet, hat sich da auf jeden Fall ein kräftiges Gewitter gebildet. Also es sah auf der Karte richtig heftig aus. Es war ein riesiges Teil, das ist mit einer Nordwestströmung hergezogen. Und das hatte uns so ein bisschen getroffen. Es hatte sich so ein bisschen abgeschwächt, als es hier hingezogen ist. Aber trotzdem hat es war okay. Also ich bin jetzt nicht so traurig, dass es weg ist. Aber es ist halt schade, weil es war quasi das erste Gewitter. Und das ist halt natürlich schon ein bisschen blöd gewesen, dass es ja nicht mehr da ist. Beziehungsweise, dass ich aus Versehen das Video gelöscht habe. Aber naja, sowas passiert, Leute. Das ist aber mir jetzt, glaube ich, zum ersten Mal passiert, dass ich ein ganzes Video gelöscht habe. Ich hatte mal aus Versehen einen Clip mal gelöscht, aber das war ja auch Gott sei Dank nur ein Teil vom Gewitter und nicht alles. Ja, also was sehr, sehr heftig war bei diesem Gewitter, als das Gewitter nämlich aufgezogen ist, hat es auf einmal so krass gestürmt. Das war ja unglaublich. Also der Wind da war ja wirklich so heftig, das waren locker 100 km/h. Also ich wollte so das Fenster zumachen, es ging einfach nicht, weil der Wind so krass dagegen gehalten hat. Also ich konnte überhaupt nichts machen. Also das war ja wirklich heftig. Also ich dachte mir wirklich so, yo, jetzt ist aber vorbei hier, Alter. Ich guck so raus, ne? Alter, die Weltfach ist, die ging komplett unter, Alter. Ah, das war schon echt Wahnsinn, was da abging. Also hat sogar, glaube ich, kurz mal gehagelt. Also gab kurz mal ein bisschen Graupel. Also es war schon echt Unwetter am Start gestern gewesen. Aber Donner oder generell Blitze, naja, also ich muss sagen, das hätte deutlich lauter sein können. Also wie gesagt, das war jetzt nicht so schlimm, dass es nicht gewesen ist, aber heute, da wird gesagt, dass heute starke bis schwere Gewitter auftreten können, mit orkanartigen Böen in Verbindung. Das ist aber, wie gesagt, irgendwie noch nicht so ganz klar. Also das steht ja für ganz Hessen, aber es soll eigentlich nur im Süden was geben. Also ich bin da echt mal gespannt, ob da was kommt. Und vor allen Dingen, gestern hatten sie ja geschrieben, dass im Norden und im Osten, beziehungsweise im Nordosten, in Hessens dann die höchste Gefahr sein soll. Das stimmt aber überhaupt nicht. Das Gewitter ist ja aus dem Nordwesten quasi gezogen, weil das Tief dreht sich ja gegen den Uhrzeigersinn, ne? Und die Zelle war quasi so ein bisschen westlich von dem Tief gewesen. Und das hat sich dann quasi wie so gedreht, so kann man das sogar sagen. Und das ist dann quasi zu uns gezogen, und dann irgendwann hat sich dann daraus wieder eine Zelle gebildet. Also irgendwie hat so ein Teil der Zelle irgendwie abgeschwächt und ein Teil hat sich wieder verstärkt. Also irgendwie ganz, ganz komisch. Was aber gestern krass war, ich habe mal geguckt, wie die Blitze so sind, also von der Stärke her, ne? Halleluja! Alter, also das ist auch heftig gewesen. Ich weiß nicht genau, wo das war, mir aus dem Kopf.
Ich glaube, das war irgendwo bei Hannover. Auf jeden Fall, ich sehe so Blitz, wilder Hauszüttler. Habe ich mir schon gedacht, so, oh, der muss über 100 Kiloampere haben. Nee, fast 200 Kiloampere, 196 Kiloampere hat er gehabt. Leute, 196, wie soll man sich das vorstellen? Das fühlt sich an wahrscheinlich wie eine Atomexplosion, oder? Das muss so eine heftige Druckwelle gewesen sein. Da müssen locker die ganzen Scheiben alle gewackelt haben durch diese Druckwelle. Heftig, Alter. Und da gab es auch noch einen anderen mit 184, was auch heftig ist. Der höchste, den ich jemals hier aufgenommen hatte, waren 121 Kiloampere. Ist auch schon viel, aber 196, Alter. Das ist ja schon fast ein Superblitz, würde ich meinen. Also, das ist ja. Ups, so, geht's auch. Also, das ist schon auf jeden Fall heftig gewesen. Also, ja. Auf jeden Fall, das Sturmtief Eberhard wird heute verbreitet für schwere Sturmentsorgen. Und auch bei der Warnwetter-App, da gibt es auch schon so eine Farbinformation. Für Westen bis nach Osten, also quasi einmal durch Deutschland durch, gibt es da eine Warnung. Und da wird halt, wie gesagt, vor schweren Sturmböen bis Orkanböen gewarnt. Und das wird ab heute Nachmittag passieren. Und man sieht auch ganz, ganz klar, wie gesagt, boah, Alter, ich bin so am Wackeln. Weil es einfach kalt draußen ist. Ihr könnt es ja wahrscheinlich auch sehen. Die Bäume sind sich wirklich fast gar nicht am Bewegen. Das heißt wirklich, es ist sehr, sehr brenzlig heute wird von der Wetterlage her. Aber ich denke mal, heute wird kein Gewitter kommen. Das wird, denke ich mal, nicht passieren. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Es gab ja gestern wirklich zahlreiche Gewitter. Auch morgens schon sind Gewitter entstanden. Und dann, ich weiß gar nicht, wann war denn das? Gegen Nachmittag, später Nachmittag, hat sich dann in der Osthälfte dann so ein Gewitterband entwickelt, irgendwie so ein bisschen. Und das waren auch krasse Gewitterzellen, Alter. Beziehungsweise kräftige Blitze. Einer, der hatte 98 Kiloampere gehabt, andere auch irgendwie so 80. Also, das war schon echt krass, Alter. Also für März war das echt schon mega. Also, waren echt viele, viele Blitze da. Viele, viele Blitze. Ja, aber Leute, leider habe ich, wie gesagt, das wird da nicht aufgenommen. Also ich habe es schon aufgenommen, aber leider habe ich die Folge gelöscht. Und Leute, gibt es irgendwen von euch, der weiß, wie man sowas wieder zurücksetzt? Ich glaube nicht. Also dafür muss man ja irgendwie sein Handy routen. Und das muss man irgendwie über den PC machen. Da gibt es, glaube ich, irgend so eine App, die man runterladen muss. Aber ich weiß auch nicht, wie das geht. Aber warum gibt es einfach nicht sowas in der Galerie, wo gezeigt wird, willst du das Video löschen? Du löscht das Video und dass man das Video wieder rückgängig machen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Sowas gibt es ja auch schon in manchen anderen Apps. Wenn ich jetzt zum Beispiel was bei Gmail lösche, ne, irgend so eine Nachricht oder so, dann steht da auch, willst du es rückgängig machen? Hast du 5 Sekunden Zeit oder so? Das fehlt irgendwie in dieser App, finde ich. Also das fehlt extrem. Also stell dir mal vor, wirklich, du löschst auf einmal so Videos und dann merkst du, ach scheiße, ich hab ja mein Hauptvideo gelöscht, ne? Also das ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, da haben sie überhaupt nicht nachgedacht, habe ich so das Gefühl. Weil das ist echt wichtig, finde ich. Na, wenn sowas passiert, dann kann man nämlich auch nochmal schnell reagieren und gucken, ob das wirklich gelöscht worden ist oder nicht, ne? Deswegen, also ich hätte das echt so gemacht, ich hätte einfach irgendwie so einen Button, rückgängig machen, irgendwie sowas, keine Ahnung, wieder auf wie kann man das ausdrücken? Auf vorherige Situationen wechseln, weiß das ich, wie kann man das nennen? Also, ja. Aber Leute, ich merke, so langsam kommt ein bisschen Wind ins Spiel. Also ich bin echt mal gespannt, wie es heute Nachmittag dann abgehen wird, haben sie ja gesagt, es sind nur einzelne Orkanböen möglich. Aber wie gesagt, durchgehend wechseln eigentlich nur schwere Stürme. Was das heißt, nur schwere Stürme, das ist auch schon heftig. Aber das wird auf jeden Fall, glaube ich, der stärkste Sturm jetzt werden. Und wie gesagt, da können auch mit Gewitter in Verbindung sein. Und ja, das war's jetzt, glaube ich, langsam von den Videos. Video ist jetzt ein bisschen länger gegangen, aber ich dachte mir noch so, yo, wollte einfach euch mal ein bisschen was erzählen, wie das gestern noch abgelaufen war. Und dass ich leider mein Video gelöscht habe. Aber naja, das ist ja Gott sei Dank nicht so schlimm. Ich könnte ja noch mal eine Sache sagen. Ab Montag, da soll nämlich noch mal ein Sturm kommen. Und der soll Schnee bis in tiefe Lagen bringen. Also das habe ich gelesen, dass irgendwie
ganz Deutschland weiß werden könnte. Haben wir quasi wie so ein Märzwinter. Und ja, wie gesagt, bei mir haben ja schon viele Sommerreifen, ja genau, Sommerreifen drauf gemacht. Und da, wenn es jetzt schneien soll, dann haben die echt ein mega Problem. Also das ist schon krass. Also es kann auch mit Gewittern verbinden, also so wie quasi wie so ein Schneesturm. Und dann kann es dabei auch vereinzelt zu Gewittern kommen. Ja, dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns einfach im nächsten Video. Das wird dann einfach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich auch von einem Sturmvideo, wie das draußen so abgeht. Ja, dann würde ich sagen, Leute, haut rein und sehen wir uns dann im nächsten Video wieder.